Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Valkyria Chronicles. Ja, in der letzten Folge haben wir diese Cutscenes hier abgeguckt von Kapitel 15. Maximilian will hier irgendwie Silvaria dazu bringen, irgendeine Flamme einzusetzen. Alisha wird von allen hier als Göttin verehrt, weil sie eine Valkyrie ist. Und ja, Falior hat aufs Maul bekommen von uns. Und deswegen, ja. Ich habe jetzt hier mal geguckt, wir haben noch einige Skirmische offen. Die Marble Shore, die Windmühlenplaza. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal mit der Story hier weiter. Hier, ich sehe zwei Karten hier, also könnte ein bisschen dauern. Also los, fangen wir ja direkt an. Skirmishes machen wir so kurz vorm Ende, nehme ich mal an. Ne? Okay. Ich könnte die aber auch offscreen machen. Sind ja eigentlich sowieso nochmal. Genau das gleiche, was wir schon gespielt haben. Nur eine Cutscenes. Jo. Eine Sekunde, okay. Der Gegner hat sich da oben platziert, in der Zitadelle. Bevor wir das einstimmen können, müssen wir die to pry of the lip with the lap bedeuten. Wir müssen das Tor kaputt hauen, okay. Ach ja, wir müssen so ein Ding beschützen, genau, so ein Zug. Wir müssen da Schalter betätigen, damit der sich bewegen kann. Okay. Deactivate each switch, ja, okay. Wenn ihr jetzt Zitadellenkanone, so wie andere Sachen, also müssen wir auf Minen aufpassen. Alles einsetzen, was wir bisher gelernt haben. Das klingt schon irgendwie nach finalen Kampf. Aber egal, so, Alicia und weiß nicht, Aika. Nee. Oder? Juno. Ich habe mal letztes Mal. Nancy. Rosie. Und Wendy. Explosive Züge, das macht sie voll an. Nina, genau. Lago. Weiß nicht, dann noch Herbert, komm. Ein Schütze. Wahrscheinlich hocken wieder sowieso alle. Mitten im Nichts irgendwo. So, Marina, versuchen wir mal wieder mit dir. Und dann noch eine Scoutin, die aber nicht unbedingt da stehen muss. Hab ich jetzt gemacht. Alka. Du sollst. Nein! Boah. Ja, Juno, du gehst dahin und ich hab jetzt da weggebracht. Wendy, Wendy, Andy, Andy, Wendy, mein Gott. So. Ja, mach mal. Wird schon klappen. Wann hat es denn mal nicht geklappt? Okay, sind schon ein, zwei Mal ein paar Leute gestorben, aber pff. Deswegen sollte ich wirklich ein bisschen offscreen grinden, aber bei dem Spiel ist das eigentlich nicht so nötig, finde ich. Irgendwie die Position und so der Charaktere sind ein bisschen wichtiger. Die Waffen, die bringen es jetzt nicht so. Die drehen jetzt nicht so den ganzen Kampf um. Oder die Level, nehme ich mal an. Das sind da nur ein paar P oder so, die man dazu bekommt. Ja. Hintergrund. Ja, genau, die Edelweiß und die Shamrock haben wir ja auch noch. Gegeki, Ryudan, Sensha. Teki mo arairu hohou de yōsai o mamotte iru darō. Aserazu, kakujitsu ni switch o mezasu nda. Yoshi, sakusen kaishi. So, ich hoffe ja. Wir haben genug Zeit und nicht irgendwie, keine Ahnung, bewegt sich und wir müssen rechtzeitig dahin gehen. Trooper Elite, Heavy Gatling. Hey, mein Gott, das sieht ja riesig aus. So, was machen wir denn als erstes? Hier können wir uns, wir können von da kommen. Machen wir dort mal als erstes. Aisha, irgendwie macht die immer die Schleichwege, kann das sein? So, gucken wir mal. Minen sollen ja auch hier irgendwo sein. Ha!
Mein Gott, wie viel! Jawohl. Hat getötet, gut. Weiß nicht. Autsch! Verdammt! So ein Dreck! Was sind das für ein Geräusch da hinten? Ja, mal gucken. Leck mich. Ja, could this happen? So, tu mal hier. Zeug, das daneben. Warum liegt denn da eine Mine? Boah, jetzt kriegen wir keinen Kommandopunkt dazu. Da liegt noch eine, oder? Medic oder so. Verdammter Dreck. Er fängt ja schon mal richtig geil an. So. Also irgendwas abschießen. Tank. Tank, Tank, mein Gott. Irgendwas, nee, ne? 32 Schüsse. Okay, kann schon entscheidend sein. Okay. Ich kann jetzt nicht dieses verdammte Antipersonen-Ding hier hereinschießen. Verklappen. So, diesmal ein bisschen vorsichtiger, nehme ich mal an. Hier ist keine Dingens. Okay, einer geht hier lang. So. Wenn jetzt hier drin natürlich irgendwo Minen sind, das hat richtig, das hat ja richtig unfair. Da. Was? Ey. Verbliegen. Ah! 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 Wie kannst du das wagen, auf mich abzuschießen? Mal drauf müssen die alles zur Zeit. Boah. Zack! Okay, der eine vorhin war auch tot, also. Verdammt! Mal sind voll die Schritte, die wir ja verschwenden. Warum ruckelt das denn hier so? Was soll das? Das ist ja voll ein Zeitlupe jetzt. Na, Wendy? Geil, ich kann töten. Diese Stimme kenne ich aber auch. Finde ich auch so eine typische Synchronsprecherin, die auch immer so sadistische Sachen spricht. Boah, was? Warum ist denn das hier alles in Zeitlupe? Was? So. Verstehe nicht, warum das hier in Zeitlupe alles. So. Ob bloß hier kann irgendjemand vorbeilaufen. Warum sind die Sandsäcke da nicht aufgestellt? Das ist wahrscheinlich wegen dem Gras, das hat hier so am ruckeln ist. Ich sollte vielleicht mal mit der Edelweiß oder so vorrücken. Wäre, glaube ich, eine bessere Idee. So. Das Ding muss natürlich auch noch hier vorbeikommen, ne? Hallöchen, na? Was bist du denn? Ein Heavy Gatling. Oder da hinten. Nee, hier unten können wir ja schon kaputt hauen, ne? Ja, hoffentlich treffe ich beide. Egal, ob das Ding ist kaputt. Dann erstmal den Stupa da hier ja auseinandernehmen, ne? Könnte man mit der Shamrock auseinandernehmen. Ja genau, reicht ja noch perfekt dann. Wenn alle Kommandanten hier raushaut, dann hat man immer genug Punkte, aber sonst. Na? Okay.
Na? Boah, boah, ich hab sogar da drin getroffen, wie geil. So muss das, okay. Glück ist auf meine Seite. Okay, dann würde ich mal sagen, ja, ich hätte vielleicht mehr Lenzer mitnehmen sollen, verdammt. Rosie. Nächstes Mal zu Herbert. Vielleicht kannst du den Panzer von hinten auch noch ein bisschen anschießen. Na, ich glaube eher nicht. Verdammt. Ah, verdammt, ich bin ans Mikro gekommen. Ja, du bist wahrscheinlich wieder voll. My way. 5 und 2. Warte mal da hinten. Ja, toll. Wenn da irgendwo Personen mal stehen würden. Oh, ein Sniper, Hallöchen. Zwei, was? Warum? Au! Der Fokus ist! Und schon wieder wegen dem Gas hier von am Ruckeln. Aber Marina, ich setze meine Hoffnung wieder in dich. Bitte. Da ist er. Muss den Kopf treffen, verdammt. Es ist so klar. Komm, einen Schuss haben wir noch. Hat vorhin auch geklappt. Ey, leck mich. Hat doch die ganze Zeit... Hat doch beim ersten Mal geklappt, was soll das? Wenn bis zum nächsten Zug war, sich Alicia wieder anfordern kann. Oh Gott. Was bedeuten die Dreiecke? Aber ich treffe das Ding. Ha. Oh, what the? Er hat viel abgezogen. Na toll, ich habe Lago überhaupt nicht bewegt. Jetzt geht nicht auf die Edelweiß wie bekloppt los. Ja, die Shamrock hauen sogar kaputt. Komm mal, warum er so viel abzieht? Nein! Ja, jetzt macht keinen Scheiß. Der hat nur einen Schuss, leck mich. Nein, du Sackgesicht. Boah, das gibt's doch nicht. Warte mal, ist er jetzt tot? Ist er tot? Oder kann ich ihn jetzt nie mehr benutzen? Hä? Oh, leck mich doch mal so, der letzte Lehrer. Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Kann ich Zekka jetzt überhaupt noch benutzen? An sich, ich meine, die Shamrock ist jetzt kaputt. Die Edelweiß weg ist dann, ja. Ich würde mal sagen, wir beenden den Part hier und dann sehe ich euch in der nächsten Folge von Let's Play Valkyria Chronicles, nicht Tales of irgendwas. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage, ciao!